Beim Kettlebell-Training ist der Swing die wichtigste Grundübung. Die verbessert die Ausdauer, die Kraft, die Körperstabilität und die Explosivität. Dabei fängt man am besten so an, dass man etwa schulterbreit steht, die Kugel genau unterm Körper platziert, zwischen den Füßen, mit geradem Rücken nach hinten geht, den Po weit nach hinten rausstreckt, die Fersen belastet und dann durch die Fersen hindurch den Körper anhebt, die Beine streckt und oben muss eine schöne, starke Körperspannung sein. Bauch anspannen, Po kneifen. Das Ganze so um die 3 bis 5 Mal, dann eine kleine Pause einlegen und immer wiederholen. Wichtig ist, dass der Rücken gerade ist, nicht rund machen. Und der nächste Schritt wäre dann die gleiche Bewegung, nur das Tempo erhöhen. Das heißt 3 bis 4 Mal schnell anheben und dann auch wieder absetzen, kleine Pause machen. Im dritten Schritt nehmen wir die Kugel hinter die Fersen. Ansonsten bleibt alles gleich, das Tempo bleibt gleich, die Bewegung bleibt gleich. Und los geht's. Wenn man das jetzt zügig macht, sollte die Kugel schon leicht ins Schwingen kommen. Wenn sie noch nicht schwingt, ist das Bewegungstempo meistens zu langsam. Im letzten Schritt ziehen wir nur noch beim Runtergehen die Kugel oberhalb der Knie dicht unter den Po. Das heißt, dass die Handgelenke fast die Innenseite der Leisten berühren. Die sollten auf jeden Fall die Innenseite der Oberschenkel berühren und dann haben wir den schönen Swing. Bauch anspannen, Po kneifen, ganz gerade stehen und die Arme bis auf Brusthöhe oder Schulterhöhe etwa hochschwingen lassen. Einfach fröhlich schwingen und wieder absetzen. Immer so 3 bis 5 Wiederholungen, dann kann man sich gut auf die Technik konzentrieren.